Hallo, meine Lieben. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich jetzt dazu komme, ein bisschen in der Stille ein Video auch zu machen. Der Tag war erfüllt, ein Rennen hin und her. Und so kurz nach 5 bin ich endlich nach Hause gekommen. Und ich war glücklich, gleich ein bisschen noch in die Stille zu gehen, ein bisschen noch lesen, mich vorbereiten noch. Und wer war bei mir im Besuch? Ein alter Nachbar, der uns sehr mag. Der ist Atheist, dem habe ich sehr oft über das Wort gesprochen, aber er nimmt es nicht an. Und es ist auch nicht das Schlimme. Es saß eine ganze Stunde bei mir und er hat eigentlich die ganze Stunde geredet und ich sagte: Herr, bitte macht es möglich, dass ich endlich zur Stille komme und wirklich ein Video machen kann. Ja, ich habe euch jetzt heute und gestern auch ein bisschen vermisst. Ich komme nicht immer dazu, in WhatsApp in die Gruppe zu kommen. Es sind so manche Dinge zusammengekommen, aber auch ein schönes Erlebnis gehabt. Ich durfte mit dem Hermann und Helmut Dues, die Freedomers, Dreamers, kennt man die, die teilen immer Videos an meinen Beiträgen mit, die sehr schön sind, Lieder, Loblieder. Wir durften heute unser ersten Loblied veröffentlichen. Das haben wir, Text und Musik haben die Brüder gemacht und ich durfte mitwirken, mitsingen. Ja, da bin ich auch sehr dankbar. Aber das ist auch so eine zusätzliche Herausforderung, wo auch Zeit kostet, um euch damit auch eine kleine Freude zu bereiten. Ja, eigentlich wollte ich ein ganz anderes Thema heute. Es ist immer wunderbar, wie der Herr lenkt. Dennoch zum Schluss. Dadurch, dass man ein Thema bearbeitet, kommt man auf neue Bibelversen, die man schon kennt natürlich. Und dann ist innerlich so, darüber musst du reden. Und das, was mir heute am Herz liegt, ist wirklich die Waffenrüstung Gottes. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Thema, aber man muss es auch verstehen, was die Waffenrüstung Gottes ist. Das Problem heute bei den Christen ist nicht nur die Teilreligiosität, sondern viele nehmen das nicht ernst, dass Gott möchte eine persönliche Beziehung mit mir. Es kommen so manche Fragen, wie soll ich denn beten? Manchmal stelle ich auch mal die Gegenfrage, wie redest du mit deiner Mutter oder mit deinem Vater? Und dann sagen die, ja, ganz normal. Ja. Dann rede auch ganz normal mit deinem Vater im Himmel, mit dem Herrn, der für dich sein Leben gegeben hat. Das Wort Christsein wird so leichtfertig in den Mund genommen. Aber letztendlich sind es leider
viele, die gar nicht erkennen, dass Christsein ist nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und Gott, sondern ist die totale Hingabe. Gott braucht nicht einen Freund, der, mit dem er ab und zu mal einen Kaffee trinken könnte und mal ein bisschen rumquatschen kann. Gott braucht jemand, mit dem er das ganze Leben teilen kann. Jede Sekunde, jede Minute. Und da ich der Schwache bin und Gott allmächtig, bietet mir Gott an, seine Führung, seine Weisheit, seine Macht sogar. Er bietet mir seinen Geist und er möchte eigentlich in mir wohnen. Das heißt, er will ein Teil, das größte Teil meines Lebens sein. Ich habe das auch mal in meinen Videos erklärt, Gott möchte mein Hirn sein. Und nur so kann ein Mensch Christ werden, wenn er Gott im Ganzen in seinem Leben annimmt. Und nicht nur dann, wann er ihn braucht und notwendig ist, weil er gerade in einer Gefahr ist, in einer schlechten Lage ist, wenn gerade eine Krankheit eingetroffen ist und dann rufe ich her, ja, du hast versprochen, rufe mich an in der Not, ich bin natürlich für dich da. Ich habe das schon mal erklärt, Gott ist nicht das Rote Kreuz und das Feuerwehrmann, der immer bei 112 Anruf da ist und löscht dir das Feuer oder fährt dich ins Krankenhaus oder tut dein Leben retten. Weil Jesus Christus ist noch bevor du auf dieser Welt warst, schon für dich gestorben. Er hat dir einen Weg vorbereitet, auf dem du wandeln darfst, wenn du das akzeptierst. Aber wenn ich das wegstoße, dann stoße ich eigentlich das große Geschenk, was Gott in seiner Liebe mir anbietet, weg. So, jetzt bin ich eigentlich Christ geworden. Und leider ist es wirklich so, dass viele sagen, ja, übergib dein Leben Christus so einfach und dann wird alles schön und gut. Lass mal sehen, was die Schrift sagt. Ich möchte hier zum Anfang aus der Epheserbrief 6 was lesen. Epheserbrief 6, Abvers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen den Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes,
damit ihr an den bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit der Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ja, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen und so weiter und so fort. Nicht nur da zeigt uns die Schrift und Paulus auch, dass wir nicht nur gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, was ziemlich harmlos ist, sondern gegen Gewaltigen, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher. Wir müssen es begreifen, dass wir nicht mit Kindern zu tun haben, die man ein bisschen an die Ohren ziehen kann und zurechtweisen kann, ein Patsch auf den Popo und das Ganze ist gegessen. Sondern wir haben mit Weltmächte zu tun. Weltmächte der Finsternis. Luzifer war kein kleiner Engel und ist auch kein kleiner Engel. Der ist weise. Der ist mächtig. Und der kann sich umwandeln in ein Engel des Lichts, weil er ein Engel des Lichts war bei Gott damals. Und auch der kleinste Dämon ist stärker als ein ganzes Machtherr des Menschheit. Es ist kein Mensch, der einen Dämonen besiegen kann. Und deswegen ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, Mensch geworden, um uns diesen Sieg schenken soll, denen, die an ihm glauben. Ohne Glauben, und das habe ich schon mal gesagt, das ist nicht das Glauben, das ich annehme, ja, es ist sowas, sondern Glauben heißt, dass ich wirklich ihm anvertraue. Das ist Glauben. Glauben ist Wissen. Es gibt Gott, es gibt der Herr Jesus und ich vertraue ihm. Dieses gewaltiges, inniges Vertrauen, das ist das Glauben an Jesus Christus, dass ich das für mich annehme und akzeptiere. Ja, ich weiß, mein Herr Jesus Christus lebt. Und ich weiß, Glauben ist eine höhere Stufe des Wissens, weil ich erlebt habe. Ich habe erlebt den Sieg am Kreuz und seine Auferstehung in meinem Leben. Und in dem Moment, wo ich das anerkannt habe, in dem Moment, wo ich mich zu ihm hingegeben habe, sind Gottes Feinde auch meine Feinde. Solange du ohne Gott und ohne Christus lebst, ist der Teufel nicht ein Feind von dir. Er kann dir
für die Anbetung große Sachen dieser Welt geben, die vergänglich sind. Aber er kann dir nicht über den Tod hinaus helfen. Er kann sich nicht über Gott setzen. Er kann dich nicht aus Gericht Gottes befreien. Der alleine und einzige Weg, aus dem Gericht Gottes befreit zu werden, ist Jesus Christus. Ob du es akzeptierst oder nicht, das ist deine Entscheidung. Gott hat dir eine freie Entscheidung gegeben, freier Wille. Du kannst wählen, mit ihm den schmalen Weg zu gehen oder mit der Welt den breiten Weg zu gehen. Und Jesus Christus hat gesagt, wenn ihr mir gehört, dann habt ihr keinen Frieden mit der Welt. Weil die Welt hasst Jesus Christus. Das sehen wir heute. Das sehen wir auch heute. Warum werden Christen auch in der muslimischen Welt getötet? Was haben die eigentlich getan? Warum wird der Name Jesus Christus eigentlich verworfen? Weil es der Wahrheit entspricht, bitteschön. Und weil du dann nicht auf weltliche Ebene denken darfst mehr, was eigentlich ein Vorteil ist für dich. Aber wie kann ich stark sein im Herrn? Ja, lass mich noch hier dazu fügen, dass dieses Frieden ist nicht das innere Frieden, was ich in mir habe. Ich habe ein innerer Frieden, auch wenn ich äußerlich keinen Frieden habe. Alle sind gegen mich. Ich habe keinen Frieden mit der Außenwelt, aber ich habe Frieden mit der Innerwelt. Und das ist sehr wichtig. Das ist wichtig. Und Jesus spricht darüber, dass eigentlich wir gehasst werden, verfolgt werden, um seines Namens willen. So, und jetzt sagt Paulus schließlich, werdet stark im Herrn. Es ist die Frage, wie werde ich denn stark im Herrn? Wie werde ich eigentlich stark im Herrn? Ich werde stark im Herrn nur dann, wenn ich erkenne, was Jesus Christus für mich getan hat. Wenn ich erkenne, wer er ist und woher kommt und zu wem er gehört. Wenn ich erkenne, dass er Gottes Sohn ist, wenn ich erkenne, dass die Bibel er selbst ist, weil er sagt, ich bin das Wort. Am Anfang war das Wort. Und dieses Wort dürfen wir heute lesen. Und dieses Wort, Jesus Christus, die Bibel, das, was ich jetzt sage, hört sich verrückt an. Aber es ist so. Dieses Wort ist die Wahrheit. Und Paulus sagt so, so steht nun und ländet, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Es muss mir bewusst sein, was zum Beispiel
Paulus in der Römer 5 sagt. Da wir nun gerechtigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt kein anderer Name, es gibt kein anderer Mensch außer Christus Jesus, wo wir diesen Heil durch Glauben erhalten können. Es gibt nicht in der Buddhismus, es gibt nicht in der muslimischen Glauben, es gibt keine Religion. Nicht der Papst kann uns retten, nicht die Bischöfe und nicht die ganze Sorte von orthodox oder religiösen Menschen, die sagen, du kannst bei mir beichten und es wird vergeben und nicht der Papst. Das Wort sagt klar. So habt ihr Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und über diesen Frieden sagte ich vorher, wir haben keinen Frieden mit der Außenwelt, aber innerlich habe ich Frieden mit Gott. Und Gott steht über alle meine Feinde. Und wenn ich glaube, dann habe ich keine Angst. Wenn ich glaube, bin ich guter Zuversicht. Und das ist wichtig. Durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, indem wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also nur durch Annehmen, durch Glauben, durch mein bewusstes, bewusstes Annehmen dieses Wissens, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, für mich starb, dass ich ein Sünder bin und ich benötige diesen Tod auf dem Kreuz zum Annehmen, dass ich nicht mehr geurteilt werde, dass ich vom Gericht wegkomme und vor dem Richterstuhl der Gnade stehen kann irgendwann. Ich habe mit Frieden mit dem, der alles geschaffen hat, der über alles steht, über die Weltherrschaft dieses finsteren Welt. Er steht über allen. Und ein Dämon kann über einen Mensch herrschen, aber über Gott steht er nicht, weil Jesus Christus hat in seinem Leben hier in dem Evangelium, können wir nachlesen und dürfen dran glauben. Er hat gesagt, geh raus, und er ist gewichen. Weil es war ein Machtwort, wo kein Feind dieser Weltherrschaft dagegen was tun kann. Die zittern vor Gott und die wissen, dass ihre Zeit bald abgelaufen ist. Aber das muss ich glauben. Und hier sagt Paulus in Römer 5 noch ein Wort, Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf, weil ich vertraue auf meinen Herrn. Und Hoffnung ist ein starker Begleiter in der Waffenrüstung des Herrn. Lendenumgürtet mit der Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus Christus, dass er für mich gestorben ist, dass er Sohn Gottes ist, dass er für mich auferstanden ist und dass er für mich gestorben ist. Und die andere Wahrheit ist, dass ich ein Sünder bin und ohne ihn verloren gegangen wäre, wenn er das für mich nicht getan hätte. Und dann sagt Paulus weiter in Römer 5, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in der Trübsale. Also rühmt sich jemand, wenn Schwierigkeiten in Not ist? Dass wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung.
Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und hier ist eine klare Aussage. Es wurde uns gegeben. Das ist nicht, du kriegst es irgendwann oder wenn du brav bist, würdest es kriegen, sondern durch den Glauben, durch die Annahme, durch das Einssein mit Gott, dadurch, dass du die Türen geöffnet haben lässt in deinem Leben und Gott wirklich in dir reinwirken kann, dein ganzes innerlichen Dreck kann er sauber machen, auch hier im Kopf und hier im Herz. Und das alles tut er durch seinen Geist machen. Und wir wissen, dass wir Tempel Jesus Christus sind, aber der Tempel des Geistes Gottes. Weil die sind eine Einigkeit, die man nicht trennen darf. Man kann nicht Gott von seinem Geist trennen und kann man den Geist nicht von Jesus Christus trennen. Jesus Christus kann man nicht vom Geist trennen. Jesus Christus kann man nicht vom Vater trennen. Es ist eine Einheit. Und was der eine will, willen alle. Was der eine sagt, sagen alle. Und der Geist Gottes ist der, der die Tiefen Gottes forscht, so wie im Römerbrief, das Paulus ganz deutlich macht. Und der, der die Tiefen Gottes forscht, will dir das hier in deinem Herz kundmachen. Aber um das dir kundmachen zu können, musst du aufgeländert werden wie der Gürtel der Wahrheit. So, in der Trübsal ausharren, da, wann die Feinde um uns sind und wir sehen die Gefahr, und wir vertrauen auf den Vater. Und es sieht so aus, wir könnten bald sterben. Und wir vertrauen auf den Vater. Dein Wille geschehe. Wie schön war, als Paulus und Silas geschlagen worden sind. Das war nicht schön, aber die sind im Kerker reingeschmissen worden. Man hat nach ihrem Leben getrachtet. Und Gott befreit die beide, die konnten dann Loblieder singen in diesem Zustand. Das war Trübsal, meine Lieben. Nicht, dass wir oft jetzt erleben in Deutschland, wo wir noch keine Verfolgung haben, wo wir noch frei zu Aldi laufen können, wo wir noch frei in die Schule laufen können, in die Arbeit. Aber stell dir vor, wenn du wirklich verfolgt sein würdest. Für den Herrn, wegen dem Herrn. Und dann in dieser Trübsal ausharren, bestehen für den Herrn. Und das Schönste ist dabei mit dem Herrn. So. Angetan mit des Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an der Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und da ist nicht die Gerechtigkeit meinerseits gedacht, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Mit der Gerechtigkeit Gottes ist hier die Rede, der keine Lügen macht, sondern die Wahrheit macht, mit dem ich mich umgürte. Weil die Macht Gottes und die Gerechtigkeit Gottes zeigt sich durch Jesus Christus. Und es ist schön, wenn ich immer bereit bin, Zeugnis zu setzen.
Nicht nur dann verkündigt man das Evangelium, wenn in einer Kirche irgendwo oben stehe an der Pult und verkündige das Evangelium, sondern zu Hause, bei meiner Nachbarschaft oder in einer Missionsreise oder ein Urlaub, in der Arbeit. Gib mir immer Gott Gelegenheit, jemand anzusprechen. Aber jetzt kommt, bei allem dem ergreift den Schild des Glaubens, damit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöscht. Das ist das, was ich euch vorher auch im Römerbrief gelesen habe. Schild des Glaubens. Zweifel, Ängste, Unruhe, dass man dir sagt, du bist nicht Gottes Kind, du wirst nicht entrückt, du bist noch ein Sünder, du bist das und jenes. Das sind alle Listen des Teufels, Pfeile des Teufels, die dich unsichern, verunsichern wollen. Oder du glaubst nicht, dass das wirklich wahr ist, alles, was hier geschrieben ist. Das kann doch nicht alles so sein. Guck mal, die Wissenschaft, die beweist doch das Gegenteil. Den Schild des Glaubens. Ich möchte da hier vielleicht gucken, Römer 6 mal lesen. Römer 6. Da sagt Paulus, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch der Taufe in den Tod, damit wie Christus aus dem Tod auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Was hat das eigentlich damit zu tun? Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, dass wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wenn ich das, an das fest glaube, Toten haben keine Angst. Toten haben kein Zweifel. Und wenn Christus in mir lebt, durch diese Gemeinschaft mit ihm, weiß ich, nicht nur glauben, ich erlebe es und ich weiß es, genau. Ich weiß es genau, dass das ist die Wahrheit. An den halte ich fest. Lass mich hier mal jetzt Philippusbrief lesen. Philippus 2. Würde ich erstmal Vers 5 lesen. Diese Gesinnung sei in euch, das auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es sich nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Die Gesinnung. Paulus sagt auch zum Beispiel, denkt so,
dass ihr gestorben seid. Denkt so, dass Christus in mir lebt. Und wenn ich diesen Schild in meine Gedanken nehme, des Glaubens, dann kann der Teufel kommen mit allem, was er will. Er kann mich von dieser Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin, von dieser Gewissheit, dass Christus mit mir lebt, von dieser Gewissheit, dass ich mit Christus gestorben bin, von dieser Gewissheit, dass ich mit Christus lebe, nicht abzweigen. Der kann mich dann nicht abzweigen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Es ist interessant, dass hier als Helm betrachtet wurde. Und Gottes Wort, das Schwert des Geistes. Und wisst ihr warum? Weil an der Kopf ist nicht nur das Gehirn, sondern auch die Zunge. Und wisst ihr, mit was, wenn Jesus wieder kommen wird, dann wird aus seinem Mund dieses zweischneidige Schwert rauskommen. Dieses zweischneidige Schwert. Und das ist Gottes Wort, Gottes Wahrheit. Wie wollt ihr euren Herrn kennenlernen? Wenn ihr euch mit das, was Paulus uns sagt, als das Evangelium, das wichtigste Evangelium, euch nicht beschäftigt. Wenn ihr damit nicht auseinandersetzt, dann werdet ihr ein falsches Helm auf dem Kopf haben. Und dann wird nicht das Wort Gottes als Schwert rauskommen, sondern was ganz Falsches. Vergiss nicht, dass Waffenrüstung sind auch da, sich zu verteidigen, aber sind auch da, zu töten. Und Paulus sagt auch in Römerbrief, Korintherbrief, dass wir töten die Werke des Fleisches. Das ist Unzucht und so weiter und so fort. Trinkgebolde und so weiter und so fort. Das kennt ihr doch. Wenn ich durch mein Auge verführt werde, in dem Moment, in was ich sehe, das mich verführen kann, dann ist hier, geht es Klick auf und sagt, Vater, ich will damit keine Gemeinschaft haben. Das ist eine Sünde und ich gehe weiter. Und dann sündige ich nicht. Es geht alles durch die Gesinnung im Glauben. Aber um gesinnt zu sein, muss man das Wort kennen, meine Lieben. Wenn ich nicht weiß, wo was schreibt, dann weiß ich auch nicht, warum es geschrieben ist. Ich muss die Ganzheit des Wortes kennen. Manche kommen das mit dem Gesetz hin und Gesetz her. Die kommen da deswegen, weil sie ein Bibelvers rausnehmen und lesen nicht die ganze Kapitel auch nachhinein. Und da kommt man, ja, man muss unter Gesetz, man muss durch Gesetz leben, man muss das und jenes halten. Weil da schreibt, das Gesetz ist noch da und ist gut. Aber man liest nicht weiter, für wem ist noch da und für was ist noch gut dieses Gesetz. Und dass Jesus Christus das erfüllt hat. Lasst uns noch mal kurz lesen in Römerbrief 12. Römer 12, ab von Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder,
durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiges Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch das Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier sagt Paulus die ganze Grundlage des Christseins. Die Bewusstheit, Jesus Christus, Sohn Gottes, ist für meine Sünden gestorben. Ich bin ein Sünder und ich benötige dieses Opfer. Und weil ich das erkannt habe, lasse ich mich gleich machen mit seinem Tod durch die Taufe, erwachsene Taufe durch Glauben. Durch den Glauben lasse ich mich in diesen Tod und durch die Erneuerung meines Sinnes befehle ich mein ganzes Sein und mein ganzes Leben Gott, in Gottes Hand. Und das sagt er, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was heißt? Das heißt, dass er kann mich benutzen, kann tun und machen, was er will. Ich übergebe mir mein Leben ganz ihm. Und mir ist egal, was rum die Welt anbietet oder was und wie passiert, sondern ich orientiere meinen Blick nur auf den Herrn. Ja, die Zeit läuft, aber das holen wir noch ein. Da möchte ich noch zum Schluss aus dem Philipperbrief noch lesen, Kapitel 1 und dann in Kapitel 2 weiter, Kapitel 1 ab Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Und was ist das? Das Evangelium Paulus. Weil Paulus hat gesagt, er hat von Christus dieses Evangelium empfangen. Und das ist das Evangelium Christus. Natürlich, Petrus hat auch nicht was anderes gepredigt. Dennoch, Paulus hat diese Botschaft alleine persönlich von Christus erhalten. Damit ich euch, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von der Widersacher erschrecken lässt. Ihr lässt euch von nichts erschrecken, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr desselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Paulus war ein Vorbild, der hat sehr viel gelitten. War er wirklich so dumm, um etwas zu leiden, was es nicht gibt? Hat er sich jahrelang das nur eingebildet, was gesehen zu haben, mit jemandem gesprochen zu haben in der dritten Himmel? Ja, es hat sich gelohnt, weil er wusste ganz genau im Glauben, in Hoffnung, für was er hier kämpft. Und jetzt ab Kapitel 2, Vers 1, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid.
nicht aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht tut, sondern das in der Demut einer den anderen hört, achtet, höher achtet als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Christus hat uns ein Vorbild vorgelebt. Er war ein Vorbild von uns, der in Gestalt Gottes war und es ihn nicht für ein Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Mensch gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und Lieben, meine Lieben, das ist Glauben, was uns Jesus Christus vorgelebt hat. Das Wissen, Vater, Sohn. Ich der Wille des Vaters und der Vater liebt mich und beschützt mich, begleitet mich. Und dass Gott die Welt geliebt hat, ist das Beweis schon da drin, dass Jesus Christus gestorben ist. Weil kein Mensch hätte Christus töten können. Jesus hätte niemand auf dem Kreuz erschlagen können. Niemand hätte ihn gefangen nehmen können, wenn er nicht gewollt hätte, wenn der Vater das nicht zugelassen hätte. Und er hat es zugelassen, weil er dich und mich liebt. Braucht ihr denn mehr Beweise? Ja, vielleicht noch das sagt in Philipper 3, ich würde ab Vers 13 lesen: Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Ja, meine Lieben, wir sollen festhalten an das Evangelium. Wir sollen festhalten an das Wahrheit, an der Wahrheit. Und wir sollen in Vertrauen, in Hoffnung, in Glauben, im Wissen leben mit dem, der uns liebt. Wir sollen nicht so sein, so egoistisch sein und sagen: Gott, wenn ich dich brauche, rufe ich dich. Ich habe heute keine Zeit für dich. Weil wenn Gott keine Zeit mehr für mich hat, dann wehe mir. Sondern teile dein Leben mit ihm so, dass du übergibst alles, was du bist, deine Gedanken, deine Gesinnung, und lässt dich von ihm begleiten und führen. Nur darauf ist ein Segen in dein Leben. Und da werden wir vielleicht, denn das Video, was wir heute vorbereitet haben, mit der Brüder Friedremers, Brüder Dues, ein sehr schönes Lied, der passt auch zu diesem Thema. Jesus Christus ist der einzige Weg, der uns zum ewigen Leben führt. Gott segne euch alle
und bereite euch vor, weil Jesus Christus kommt.